Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Zworad. Heute geht es um das Thema Apps, beziehungsweise konkret um die App Komoot. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Es ist ziemlich windig hier oben. Ich befinde mich hier gerade wieder in den Höhen von dem schönen Geysik. Ihr seht's, wunderbarer Ausblick Richtung Nachstetten. Ja, wie gesagt, ziemlich windig hier oben. Sorry auch für die Helmfrisur. Ja, ich schau mal, wie ich euch das jetzt am besten zeigen kann. Mein Handy ist hier gerade angebracht mit der Quadlock-Halterung, die ich schon vorgestellt habe. Das möchte ich euch noch mal kurz in der Praxis zeigen, wie das funktioniert. Hier also mein Handy, schön auf dem Vorbau angebracht mit der Quadlock-Halterung. Hier zu sehen. Natürlich jetzt doof mit einer Hand zu bedienen, aber das blaue Arretierungsstück kommt nach unten, dann dreht man das Handy um 45 Grad und kann es entnehmen. Also ganz easy. Wie gesagt, mit diesem Teil hier hinten, was ich einfach auf die Silikonhülle geklebt habe. Und umgekehrt geht es natürlich genauso. Zack, das war's. Schon ist es fest, innerhalb von einer Sekunde. Also echt ein praktisches Zubehör. Ja, kommen wir nun zur App. Das ist das Symbol, Komoot. Los geht's. Das ist der Eröffnungsbildschirm in der Android-Version. Bei iOS sieht es etwas anders aus für alle iPhone-User. Ihr seht, beim Eröffnungsbildschirm bekommt ihr Touren vorgeschlagen. Die sind aber meistens nicht gerade um die Ecke. Ihr seht's. Dolomiten und so weiter und so fort. Man kann aber auch hier einfach auswählen, was man haben möchte. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Mountainbike gehe, sehe ich Geysik, wo ich mich befinde, kann dann hier den Radius eingrenzen, kann allerlei Kriterien vorgeben, anhand die Touren dann gefunden werden. Mit den Kriterien jetzt zum Beispiel hier knapp 460 Touren gefunden. Das könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt. Dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Tour zu planen, wie man das auch bei Google Maps kennt. Man gibt eine Position, eine Startposition an, eine Zielposition, kann dann wählen, ob man nur den Hinweg möchte oder eine Rundstrecke möchte, beziehungsweise hin und zurück. Es gibt dann hier die Sportart an. Wir schauen uns mal an, was es hier so gibt. Also Wandern, Fahrradfahren, Mountainbike, Rennrad, Laufen. Das ist Fahrrad mit Schotter, Mountainbike Alpin und Klettern. Ja, hier wie gesagt nur Hinweg, Hin- oder Rückweg. Dann kann man den Fitnesslevel angeben. Ich habe jetzt hier angegeben, gut in Form. Das liegt aber auch nur daran, weil ich halt ein E-Bike fahre. Sonst würde sich das irgendwo hier ansiedeln sicherlich. Dient auch vor allem nur dafür, wenn ich jetzt eine Tour plane, dass ich ungefähr sehen kann, wie lange brauche ich für die Kilometer. Damit ich besser einfach planen kann, was die Zeit angeht. Ja, und dann, wie gesagt, hier das ist die Karte. Ich weiß jetzt nicht, wie gut es funktioniert hier, wegen dem Empfang oder wegen der Internetgeschwindigkeit. Wie ihr seht, befinde mich nördlich von Geysik, hier oben an dem Punkt. Übrigens hier eine schöne Schutzhütte gebaut worden, hier für Wanderer oder für Radler. Ja, auf dem Punkt hier, das ist so der wichtigste Punkt eigentlich, da geht es um die Aufzeichnung der Strecke. Man drückt den Knopf, dann legt die Aufzeichnung los. Ihr bekommt dann allerlei Daten angezeigt, die aktuelle Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit, wie lange man in Bewegung ist und die zurückgelegte Kilometerstrecke. Ja, das Ganze lässt sich dann hinterher noch auswerten mit Höhenmeter. Ihr habt das vielleicht schon gesehen in einem meiner Links, die ich unter den Videos gepostet habe, wo ich gefahren bin. Dann habt ihr hier quasi so eine Art, ich vergleiche es immer mit der Chronik oder mit der Timeline von Facebook. Hier sieht man, wie viel einem folgen. Oder wie viel man selbst jemandem folgt oder wie viele Personen man folgt. Man kann hier das Profil auch teilen. Hier gibt es das Einstellungsmenü. Es ist in der Regel ist es verknüpft mit Facebook. Es ist etwas schwierig, wenn jetzt wenn ihr als Benutzer kein Facebook habt, möchtet aber Freunde oder Bekannte zu einer Tour einladen oder möchtet die irgendwo hochladen und ihr habt kein Facebook-Konto,
dann müsst ihr euch ohne Facebook halt registrieren. Dann bekommt ihr eine User-ID. Und indem ihr das Profil hier teilt zu einem eurer Freunde, der bekommt dann einen Einladungslink und kann euch somit zu Freunden hinzufügen, ohne Facebook. Ja, hier bekommt man aktuelle Highlights angezeigt, die man gefahren hat oder wo man vorbeigefahren ist. Wird auch dann auch geteilt für alle Leute, die einem folgen oder auch Personen, die auf der Karte in der Nähe sind. Dann sieht man hier diese Symbole. Ihr habt es vorhin schon bemerkt. Hier sind überall diese roten Symbole. Das sind die sogenannten Highlights. Dann hier seht ihr, wie viele Touren ihr geplant habt, wie viele Touren ihr gemacht habt. Ich habe jetzt, wie gesagt, wie ihr sehen könnt, 10 Touren geplant. Nein, 10 Touren gemacht. War gut 15 Stunden unterwegs, 270 Kilometer und habe 3280 Höhenmeter bewältigt. Dann hier bekommt ihr, wie gesagt, die Timeline oder die Chronik von euren Freunden angezeigt, wer zum Beispiel unterwegs war. Ihr könnt dann auch gucken, wo die unterwegs waren. Auch die Daten der Tour bekommt ihr angezeigt. Ihr könnt der Tour auch folgen, könnt sie auch selbst nachfahren. Hier nochmal im Detail ein paar Fakten zu der Tour. Das lässt sich kommentieren. Auch wunderbar. Alles ähnlich wie Facebook. Einfach dieser Social-Charakter ist halt hier gegeben. Ja, ganz wichtig, die App ist an sich kostenfrei und man bekommt zum Start der App einen Gutschein für ein Gebiet freizuschalten. Das Gebiet, was ich freigeschaltet habe, als erstes war der Rhein-Lahn-Kreis, da ich halt mitten im Rhein-Lahn-Kreis wohne sozusagen. Danach habe ich freigeschaltet den Mittelrhein. Ihr könnt aber alternativ auch direkt die ganze Welt nehmen, kostet 30 Euro einmalig und ihr seid dann für alles offen. Also dann ist wirklich alles, es fallen keine weiteren Kosten mehr an. Hier gibt es die Funktion, auch einen Gutschein einzugeben, wo der Gutschein herkommt, keine Ahnung. Ob es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, an irgendwelche Gutscheine kurz zu kommen, kann ich leider nicht beantworten. Und das Gute an der App ist, man kann alles das, was ich hier mit der App mache, kann man auch am Browser zu Hause am PC machen. Somit ist natürlich die Karte um einiges größer, man kann viel detaillierter in die Karte reinsehen, kann auch detaillierter oder einfacher eine Tour planen mit verschiedenen Wegpunkten. Das zeige ich euch auch noch. Ich wollte jetzt erstmal die Gunst der Stunde nutzen hier draußen und euch die App am Handy zeigen erstmal. Ja, das soll es für die App erstmal gewesen sein. Mehr Details gibt es dann nochmal am PC. Da sieht man es etwas besser vielleicht, etwas größer. Und dann gibt es da noch ganz andere Möglichkeiten, da mehr ins Detail zu gehen. Auf dem kleinen Handybildschirm ist das nicht immer so optimal. Gut, sehen wir uns dann im PC. Bis später. Macht's gut.